Alle Augen blicken auf den Überflieger des diesjährigen CHIO Aachen. Richard Vogel, dreimal schon erfolgreich in der Woche, liefern er und sein Wallach Cidello im ersten Umlauf auch im Allianzpreis wieder ab. Die beiden kommen sauber durch den Parcours und sichern sich einen Platz in der Siegerrunde. Unter den Augen von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen qualifizieren sich die besten 10 Paare aus dem ersten Umlauf. Richard Vogel legt erneut einen fehlerfreien Ritt hin, doch er verliert am Ende gegen die Uhr. Olympiasieger Ben Mayer auf Excel Remo ist 37 Hundertstel schneller. Es ist super gelaufen, es war eine perfekte Runde. Für heute hat es gereicht. Hut ab vor dieser Leistung. Und den Hut ziehen muss man auch vor den Weltklasse-Fahrern beim Marathon um den Preis der Schwarzgruppe. Das deutsche Team um Michael Brauchle rauscht durch den anspruchsvollen Geländeparcours. Am Ende reicht es für Platz 2 hinter dem Australier Boyd Axel. Das deutsche Publikum hat uns super unterstützt. In den Hindernissen gab es großen Jubel und das hat meine Pferde stark gemacht. Im Nationenpreis der Gespannfahrer führt das deutsche Team nach 2 von 3 Disziplinen vor den Niederlanden und Australien.